dadurch, dass wir im vergangenen Jahr erlebt haben, dass die mobile Reichweite im Prinzip inzwischen 60% unseres Traffics ausmacht, ist eine ganz große Herausforderung, diesen mobilen Traffic eben zu vermarkten. Das nicht nur mit Displayform, sondern mit Audioform zu tun. Also das ist meine ganz klare Aufgabe in diesem Jahr. Radio kann bewegen, das weiß jeder, der jemals Radio gemacht hat und der Radio erlebt hat. Radio kann auch für Marken bewegen, Radio kann vieles nach vorne bringen. Und ich denke, vieles von der Emotionalität, was man seinem Radiosender entgegenbringt, also jeder hat ja einen Radiosender, den er liebt und einen, den er hasst, das ist einfach so. Und diese Emotionalität, die möchten wir auch mehr rüberbringen. Also wir möchten auch mehr auf die Produkte eingehen, wir möchten mehr vermitteln, was Radio leisten kann und was es durch diese Emotionalität auch für die Werbekunden leisten kann. Ich glaube, es geht darum, Kunden davon zu überzeugen, dass Radio wirkt. Und das können wir sehr, sehr gut belegen. Der zweite Punkt ist das Thema Wertigkeit der Gattung. Der dritte Punkt, da dreht es sich um Produkte, Produktinnovationen, und zwar intelligente und vielleicht auch ein Stück weit flexiblere Produkte, die das, was der Kunde erreichen will, noch besser erfüllen. Und das vierte Thema ist digital. Wir wollen das, was an Features aus dem Online-Markt bekannt ist, auch für den Audiobereich anbieten. Wir kriegen es nicht transportiert, wie innovativ eigentlich dieses Medium ist. Also wenn man sich anschaut, was in den Programmen schon passiert an Interaktivität, ich behaupte ja immer, die Interaktivität ist vom Radio erfunden worden durch den Call-In. Der ist inzwischen ersetzt oder ergänzt worden durch das Thema Mobile Marketing, durch das Thema Parallelkommunikation zu den Songs, die laufen. Und was leider noch nicht stattfindet, und das wäre ein großer Wunsch von mir, ich kann ja schlecht fordern, ist, dass diese ganzen Programminnovationen endlich auch in die Werbung hineinkommen und die Werbung davon profitieren kann. Als ich angefangen habe in Werbung, da gab es markenprägende Radiokampagnen. Jever zum Beispiel. Das gab es nur im Radio und das hat funktioniert. Und heute ist es halt schnell ein taktisches Medium, schnell gemacht, macht auch nochmal Radio, hast zwei Tage. So. Und das führt dazu, dass Radio kreativ nicht so stark ist, wie es sein könnte. Und das führt eigentlich dazu, wäre ich ein Radiosender, würde ich ein ganz anderes Pricing machen. Ich würde ein Pricing machen, das heißt, je schlechter der Spot ist, desto teurer wird er. Wir müssen uns trauen, auch mal was auszuprobieren und nicht sofort zu sagen, ich weiß, das funktioniert so, aber deswegen traue ich mich nichts Neues. Was es braucht, ist eine Darstellung dieses Marktes. Also sprich, wie viele Hörer gibt es, also diese berühmte Unique Listener müssen festgestellt werden. Und die große Frage ist, muss das eben integriert werden in die bestehenden Reichweitenhebungen? Ich glaube, ja. Punkt ist nur, das kriegt man nicht von heute auf morgen hin. Wichtiger Punkt ist, es wird Zwischenschritte geben, dass man eben akzeptiert, dass man verschiedene Arten zunächst erstmal zusammenbringt. Und ich glaube, da haben die Vermarkter schon ganz gute Zahlen in der Hand. Der richtige Ansatz aus unserer Sicht ist, wie schaffen wir es, kreativere Werbung, bessere Werbung hinzubekommen. Zu dem Zweck führen beispielsweise wir Workshops mit Jungtextern durch, auf echten Briefings, von echten Kunden, und häufig genug kommen genau diese Spots dann eben auch on air und häufig genug gewinnen diese Spots dann auch Preise. Der große Gewinner über die letzten Jahre ist naturgemäß immer noch online. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir uns die Frage stellen müssen im Radio, wie verlängern wir unsere Geschäftsmodelle in diesen Markt rein? Es ist ja im Gegensatz zu Fernsehen, ist es natürlich mit den Werbeblöcken im Radio ganz anders. Wir haben ja da ganz viele Untersuchungen gemacht. Und beim Fernsehen siehst du ja genau vom Verlauf her, wann die Leute abschalten. Also das ist gleich nach dem ersten Spot meistens. Und wann sie dann wieder einschalten. Aber im Radio gibt es dieses Abschaltverhalten ja nicht. Wir haben ja mehrere Untersuchungen gemacht, um das festzustellen, konnten es erst gar nicht glauben. Es ist de facto so, die Blöcke im Radio werden durchgehört. Nichtsdestotrotz spricht natürlich nichts dagegen, sie kreativer zu machen. Und ich bin aber auch der Meinung, wir sollten nicht nur die Werbespots kreativer machen, sondern wir sollen auch im Umgang mit den Werbeblöcken kreativer werden. Ich finde es gut für alle Beteiligten, wenn Agenturen, Kunden und Sender darauf achten würden, Leute nicht nur zu beschallen, sondern dass man einen Radiospot mit ähnlich viel Akribie machen sollte, wie man vielleicht ein Senderkonzept macht oder sich überlegt, was spiele ich denn da? Ich glaube, dass Radio sich schneller, viel, viel schneller an die Rahmenbedingungen des Marktes und die Anforderungen anpassen muss. Und wenn dieser Innovationsstau, der immer wieder entsteht, einfach viel, viel schneller aufgebrochen wird. Und ich glaube, auch wenn dort Programme, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und Vermarkter viel enger zusammenarbeiten und nicht diese Berührungsängste hätten, dann bin ich überzeugt, dass Radio
Radio mit den Produkten, die dann entstehen können, wir hatten ja jetzt gerade ein bisschen was, mit den und der Offenheit tatsächlich auch mit anderen Partnern zu arbeiten, muss es über 7% gehen. Warum wollte ein Werbungtreibender ursprünglich mal Werbung machen? Wenn wir diese Frage sauber beantworten und hier auch tiefer in den Dialog mit den Kunden selbst gehen und die Frage klären, was würde dir diese Leistung bringen und hier die Belege auch bringen können, bin ich bester Dinge, dass wir hier zumindest deutliches Wachstum herstellen können. Und da sind 7% nicht jenseits von Gut und Böse und vielleicht auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, im Augenblick haben wir wieder eine Renaissance des Radios. Das merken wir einfach bei den Werbekunden, bei den Gesprächen, auch mit den Agenturen. Ich bin äußerst zuversichtlich für 2012. Kommt natürlich noch eine Kleinigkeit dazu, wenn ich heute die Weltbank höre und die reden davon, dass die Eurozone in eine Rezession rutscht. Dann ist natürlich Radio mit seinem herausragenden Abverkauf wieder wichtig. Und ich denke vielleicht nicht 7%, aber 6,9% dieses Jahr. Jetzt muss man einfach in den nächsten 12 Monaten, 18 Monaten und so weiter einfach die Möglichkeiten der Digitalisierung einfach richtig nutzen, ernst nehmen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.